Herzlich willkommen bei einem neuen Video von uns. Wir waren endlich wieder auf Tour und zwar sind wir direkt bei uns in der Nachbarschaft gestartet und haben uns erstmal das schöne Wendland angeguckt. Von da aus ging es dann weiter auf den Elbe-Radweg. Hier hatten wir echt mega schöne Campspots. Was sich hier und da als schwierig erwiesen hat, war gutes Trinkwasser zu finden und noch schwieriger ein gutes Restaurant. Leider ist das mit unserem Essen gehen heute Abend schon wieder nichts geworden, denn hier im Ort hat alles zu. Denn für uns gab es etwas ganz Besonderes zum Anstoßen. Auf geht's! Seit wir letztes Jahr Ende September wiedergekommen sind von unserer einjährigen Radreise, ist das jetzt das erste Mal, dass wir wirklich wieder mit dem Fahrrad auf unterwegs sind. Ja, bisher hatten wir leider echt wenig Zeit dafür, denn wir haben uns natürlich erstmal wieder einleben müssen, ein bisschen in Deutschland, haben uns eine Wohnung gesucht. Und ich habe jetzt das juristische Referendariat angefangen und bin im Moment beim einem Landgericht in einer Zivilkammer. Genau, und ich habe wieder angefangen zu arbeiten als Ergotherapeutin und parallel noch ein berufsbegleitendes Studium gestartet. Deswegen hatten wir einiges um die Ohren. Parallel dazu mussten wir auch noch eine kleine Hochzeit planen. Genau, denn geheiratet haben wir auch letztes Wochenende. Und das hier sind jetzt unsere Flitterwochen. Feeling in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. And I hope I've seen it. Zeit für die erste Pause. Bei unserer ersten Pause lassen wir uns kulinarisch nicht lumpen. Es gibt eine 5-Minuten-Terrine, nämlich Macaroni mit Käse. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Also das Wetter ist sehr windig und auch ein bisschen bedeckt. Ich habe mir deswegen auch schon meine Fließjacke noch übergezogen. Aber immer noch sehr angenehm für mich. Man kann draußen sitzen und es soll nicht stark regnen oder so. Genau, ein bisschen nieseln wird es nachher vielleicht nochmal, aber... Jetzt haben wir nicht nur ein Bundesland verlassen, wir sind jetzt nämlich von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt gefahren, sondern befinden uns auch im ehemaligen Grenzstreifen. Da sieht man noch so einen alten Wachturm und da vorne sind wir auch eben schon an so einer Infotafel vorbeigefahren, wo nochmal steht, dass Deutschland und Europa hier bis 1989 getrennt waren. Heute Abend auch ein Ziel, also wir wollen zwar wild campen, aber wir sind ja schließlich in den Flitterwochen, deswegen haben wir uns schon eine schöne Pizzeria rausgesucht, bei der wir heute Abend noch eine Pizza essen gehen wollen und das sind jetzt noch so ungefähr 20 Kilometer bis dahin. Wir hätten gedacht, dass wir schon ein bisschen weiter sind, es ist jetzt kurz vor 5, aber es ist ja lange hell, deswegen kein Problem und ich habe auch schon richtig Lust auf die Pizza. Thank you.
Ja, das mit unserer Pizza wird leider nichts mehr, denn wir haben uns total verfahren und sind jetzt hier schon 10 Kilometer in die verkehrte Richtung gefahren. Jetzt fahren wir auch nicht mehr zurück, weil es werden jetzt immer noch 20 Kilometer bis zu dem Restaurant. Jetzt gucken wir mal, Rebecca holt jetzt hier an der Tankstelle nochmal ein Bier für uns und dann suchen wir uns gleich schon mal unseren Schlafplatz und dann gibt es heute Abend wohl Nudeln mit Pesto. So, wir haben jetzt, glaube ich, einen ganz guten Platz gefunden hier. So in einer Einfahrt hier vor so einem Weizenfeld. Hier können wir, glaube ich, heute Nacht ganz gut schlafen. Genau, es ist jetzt immer noch sehr stürmisch. Es hat auch noch angefangen zu regnen, aber ich glaube, es regnet sich nicht ein. Ja, aber wir bauen jetzt mal schnell das Zelt auf, dass wir zur Not im Zelt dann essen können. Wir wurden noch von einem kleinen Regenschauer überrascht, deswegen haben wir das Zelt schon mal aufgebaut. Das steht also schon mal und jetzt müssen wir uns natürlich doch selbst verpflegen. Ist aber nicht so schlimm, wir haben ja was dabei und zwar gibt es heute Zucchini, unser Lieblingsgemüse, mit noch ein paar frischen Tomaten, die irgendwo sind und dazu eine leckere Nudel-Ricotta-Soße. Und während die Nudeln kochen, stoßen wir schon mal an. Das sieht doch gut aus. Welche Pizza sollte denn besser schmecken als diese leckere Pasta hier? Guten Morgen. Wir haben ganz gut geschlafen. Es war ein bisschen unruhig. Wir hatten zwischendurch mal ein bisschen lautere Wildschweine neben dem Zelt. Aber jetzt sind wir trotzdem gut ausgeschlafen, trinken erstmal einen Kaffee und dann geht es wieder weiter hier durchs Wendland. Ja, das Wasser sah jetzt sehr milchig und trübig aus, da schwammen so kleine Teile drin. Es kam, glaube ich, auch aus einem Brunnen da an der Kirche. Ja, von daher ist es, glaube ich, kein Trinkwasser. Hier hinter versteckt sich wieder ein Friedhof und da versuchen wir jetzt noch mal unsere Flaschen aufzufüllen und hoffen, dass es diesmal Leitungswasser ist. Wir haben nämlich schon ordentlich Durst. Das sieht noch gar nicht so gut aus. Wir haben hier keinen Wasserhahn gefunden. Heute haben wir richtig Gegenwind. Wie im Wetterbericht stand, sind so Böen bis 50 km/h. Und ja, wir fahren hier, glaube ich, jetzt die ganze Zeit so mit etwa 10 km/h lang, weil wir halt einfach nicht schneller fahren können bei diesem Gegenwind.
sind jetzt in Gardeleben angekommen und das ist wirklich ein sehr kleines, hübsches Städtchen mit so ganz vielen alten Fachwerkhäusern. Wir sind endlich von der doofen Bundesstraße runter und fahren jetzt hier so durch den Wald. Und das ist echt schön, weil es auf der einen Seite natürlich viel ruhiger ist und auf der anderen Seite ist es auch hier sehr windstill durch die ganzen Bäume drumherum. Und so macht das Fahrradfahren gleich doppelt so viel Spaß. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Campingplatz, denn nachdem das gestern nicht so gut geklappt hat mit dem Essen gehen, wollen wir heute Abend wenigstens ins Restaurant oder vielleicht mit einem kühlen Hefeweizen anstoßen auf unsere Flitterwochen. Wir sind angekommen auf unserem Campingplatz. Leider ist das mit unserem Essen gehen heute Abend schon wieder nichts geworden, denn hier im Ort hat alles zu. Naja, gibt es halt heute noch mal wieder Pasta mit Pesto. Und Dosenbier. Aber ist auch nicht so schlecht. Genau, und hier lassen wir jetzt den Abend gemütlich ausklingen und werden es morgen versuchen mit dem Essen gehen, auf jeden Fall. Da geht es dann weiter an dem Elbe-Radweg. Da wollen wir mal auf dem Radweg wechseln. Jetzt waren wir auch sehr viel an der Bundesstraße. Darauf freuen wir uns schon sehr und dann sehen wir uns morgen früh. Guten Morgen, wir sind wieder losgefahren und heute geht es für uns auf den Elbe-Radweg. Da sind wir so in 10 Kilometern etwa und dann fahren wir nachher noch durch Magdeburg durch und schauen mal, wie weit wir so kommen heute. Wir sind jetzt den dritten Tag mit dem Fahrrad schon unterwegs und es macht einfach unglaublich viel Spaß, wieder mit dem Fahrrad auf Tour zu sein. Und wir sind zwar jetzt nicht in irgendeinem neuen Land, das wir gar nicht kennen, wie jetzt Mexiko oder Albanien oder so, aber auch Deutschland hat ja einiges zu bieten und es ist vor allen Dingen auch richtig schön, einfach wieder in der Natur zu sein, auch hier was Neues zu entdecken, draußen zu schlafen und so ein bisschen freier zu sein als sonst im Alltag. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. So, auf den ersten Kilometern gefällt uns der Elbe-Radweg bisher ganz gut. Schöne, ruhige Strecke. Hier sind viele andere Radfahrer unterwegs, auch viele Radreisende. Die meisten fahren aber in die andere Richtung als wir, denn die meisten fahren von Prag Richtung Elbmündung, also Richtung Hamburg bzw. Cuxhaven. Und ja, macht vielleicht auch durchaus Sinn, denn wenn man flussabwärts fährt, geht es ja zumindest immer ein ganz kleines bisschen bergab. Aber wir fahren halt andersrum. Dafür haben wir Rückenwind heute. Wir sind jetzt kurz vor Magdeburg.
werden heute aber nach Magdeburg nicht mehr reinfahren, denn mich hat die Pollenallergie ganz schön erwischt hier in der Gegend und ich habe mir jetzt auch Allergiemittel besorgt, aber das macht so müde, dass ich fast auf dem Fahrrad einschlafe. Deswegen haben wir entschieden, heute auch noch mal auf den Campingplatz zu fahren und dann den Abend ruhig ausklingen zu lassen und früh ins Bett zu gehen. Genau, und dann können wir uns einmal richtig ausschlafen und gucken mal, ob es morgen nicht schon besser ist. Genau, und können dann morgen gestärkt nach Magdeburg reinfahren. Und deswegen geht es jetzt für uns noch ein paar Kilometer zum nächsten Campingplatz. Und da gibt es dann noch was Leckeres zu essen. Das ist hier irgendwie so ein Vereinscampingplatz und wir hatten schon Angst, dass wir hier wieder runtergeschickt werden. Aber für Kurzzeitcamper, haben sie gesagt, haben sie immer einen Platz, sogar einen der besten, mit direktem Flussblick. Und das für 9 Euro die Nacht. Ich glaube, da können wir uns nicht beklagen. Da haben wir doch wieder die richtige Entscheidung getroffen. Hier bauen wir jetzt in Ruhe auf. Und dann soll direkt gegenüber auch ein Restaurant sein. Das werden wir natürlich auschecken, denn das war ja schon lange unser Ziel. Das könnte also der erste Abend sein, wo wir tatsächlich es schaffen, essen zu gehen. Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen und sind auch schon frisch geduscht, trinken jetzt gleich noch einen Kaffee und dann geht's wieder ab auf die Räder und dann geht's nach Magdeburg. Schon viel fitter jetzt nach der erholsamen Nacht und werde jetzt das Antiallergiemittel einfach mal weglassen, weil mich das echt umgehauen hat. Ich glaube, da sind die Pollen das geringere Problem. Außerdem hat es auch über Nacht geregnet und die Luft ist schon wieder viel klarer. Und wir fahren jetzt erstmal rein nach Magdeburg. Wir stehen jetzt hier am Magdeburger Dom. Das ist das älteste gotische Bauwerk in ganz Deutschland und war sogar bis 1880, bis der Kölner Dom fertiggestellt wurde, das größte Kirchenbauwerk in ganz Deutschland. Es ist eine evangelische Kirche und hier liegt Otto I., der erste deutsche Kaiser war, begraben. Jetzt schon wieder Magdeburg. Wir haben ja nur einen kleinen Abstecher gemacht, aber den Dom haben wir mitbekommen und das Rathaus, das war auch echt ganz schön. Jetzt geht's für uns weiter hier auf dem Elberadweg. We'll be right back.
Wir sind den ganzen Tag hier schön entspannt am Elberadweg lang gefahren, haben jetzt eben noch gut gegessen, eine leckere Pizza. Und jetzt machen wir uns noch auf die Suche nach etwas Wasser und danach auf die Suche nach einem guten Campspot für heute Nacht. Und wir hoffen, dass wir vielleicht so ein bisschen am Wasser was finden. Mal sehen. Erstmal, wie gesagt, gucken wir, ob wir ein bisschen Wasser bekommen. Zum Wasser holen sind wir jetzt natürlich mal wieder an dem Friedhof. Und jetzt gucken wir erstmal, ob es hier tatsächlich Wasser gibt. Oh, Wasser haben wir schon mal bekommen. Jetzt geht's an Punkt 2. Jetzt müssen wir uns einen Campspot suchen für heute Nacht. Wir sind fündig geworden. Und zwar haben wir hier was gefunden, auch direkt am Wasser. Aber tatsächlich nicht mal mehr an der Elbe, sondern an der Saale. Denn hier ist auch die Mündung von der Saale. Und da ist die Saale und hier wollen wir schlafen. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I will ever figure. From falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Guten Morgen. Wir haben richtig super geschlafen hier. Es war richtig ruhig. Und jetzt geht's dann auch schon wieder los. Immer weiter am Elberadweg entlang. Heute Morgen geht es jetzt für uns erstmal einen Abschnitt lang durch den Wald und das ist richtig schön. Hier ist so ruhig und die Vögel zwitschern und es ist auch mal eine nette Abwechslung zur Elbe. Wir machen jetzt mal das erste Päuschen und zwar auch unsere zweite Frühstückspause. Da kochen wir uns jetzt erstmal einen schönen Kaffee zu und dann gibt es noch ein bisschen Brot. Mit dem Wetter haben wir ja auf dieser Tour auf jeden Fall total Glück. Wir haben eigentlich immer Sonnenschein mit ein bisschen Wolken, so um die 25 Grad. Und wer sich vielleicht fragt, warum wir dann die ganze Zeit langärmlich unterwegs sind, das liegt daran, dass wir das gute Wetter am Anfang ein bisschen unterschätzt haben und uns so an Tag 2 einen ordentlichen Sonnenbrand an den Arm geholt haben. Deswegen fahren wir jetzt lieber langärmlich. Wir hatten ja ganz am Anfang des Videos schon mal erwähnt, dass wir jetzt hier in den Flitterwochen sind. Denn wir haben vor einer Woche geheiratet
Wir hatten eine standesamtliche Trauung und haben in einem kleinen Kreis gefeiert. Das war auch sehr schön. Und ja, sind dann direkt 2 Tage später auch schon losgefahren hier auf unsere Tour. Denn wir wollten auf jeden Fall in den Flitterwochen eine Radreise wieder machen. Und heute haben wir jetzt ja auch schon einwöchigen Hochzeitstag. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir gleich noch irgendwie mal einen Biergarten finden oder so und dann noch mal anstoßen. Wir haben ja auf der Karte vorher schon mal ausgekundschaftet, wo wir so ungefähr hin wollen, nämlich wieder direkt ans Wasser, heute an die Elbe. Und jetzt sind wir hier gerade schon mal runtergegangen und da unten ist sogar ein kleiner Strand und da wollen wir heute Nacht schlafen. Zur Feier des Tages haben wir uns noch 2 kühle Bier an der Tankstelle mitgenommen. Und ich glaube, wir haben echt einen richtig tollen Platz gefunden hier. Ja, richtig schön. Bestimmt einer der schönsten Campspots, die wir je hatten. Und ich denke, da kann kein Campingplatz hier mithalten. Also, was will man mehr, oder? Vor allen Dingen ist man hier halt ganz alleine jetzt. Auf unseren einwöchigen Hochzeitstag. Und auf eine tolle Tour, die wir bis jetzt schon hatten. Morgen von der Elbe. Wir sind immer noch total begeistert hier von unserem Campspot und haben auch echt super geschlafen. Jetzt nutzen wir die schöne Aussicht noch mal für ein schönes Frühstück und dann geht's gleich weiter. Unser Weg führt uns heute Morgen erstmal 5 Kilometer über Felder und wir wissen noch nicht ganz genau, ob wir mit diesem Weg eigentlich auch unser anschlussbefestigte Straße überhaupt erreichen können, denn vor uns ist jetzt eine Brücke, weil da eben die Elbe lang läuft, aber das ist eine Autobahnbrücke und irgendwie sollen wir da hochkommen. Ich weiß nicht genau, ob das eine besondere Autobahn ist mit einem Fahrradstreifen oder ob Komoot uns mal wieder einen kleinen Bären aufbinden will hier mit der Routenplanung. Doch tatsächlich einen Fahrradstreifen direkt neben der Autobahn, aber nur damit keine falschen Gerüchte entstehen, das gehört natürlich nicht zum Elbe-Radweg, der führt da nicht lang. Das war jetzt aufgrund von unserem sehr schönen Campspot, dass wir diese etwas speziellere Route in Anspruch genommen haben. Jetzt sind wir aber wieder auf dem Elbe-Radweg und jetzt hoffen wir, dass wir auch von dem Autolärm wegkommen. Den Elbe-Radweg haben wir jetzt verlassen und sind jetzt hier
auf so kleinen Landstraßen unterwegs. Denn wir fahren jetzt noch einmal ein bisschen querfeldein nach Bitterfeld. Und das deshalb, weil wir morgen schon wieder nach Hause fahren mit der Bahn. Und von Bitterfeld aus können wir nur mit einmal umsteigen, dann wieder nach Hause kommen. Und das ist viel unkomplizierter als jetzt irgendwie, wenn wir noch ein Stück den Elberadweg weitergefahren wären. Da hätten wir irgendwie fünfmal umsteigen müssen. Genau, einmal umsteigen und dann noch 36 Kilometer mit dem Rad. Ja, denn während wir jetzt gerade unterwegs sind, hat nämlich der Metronom angekündigt, dass er auf unserer Strecke, die wir noch hätten fahren müssen, die 36 Kilometer, keine Fahrräder mehr mitnimmt. Naja, aber gut, 36 Kilometer kriegen wir dann morgen auch noch hin. Das ist ja nicht das große Problem. Morgen. Wir sind gestern noch gut auf dem Campingplatz angekommen, haben aber ehrlich gesagt nicht mehr wirklich gefilmt, da wir unseren letzten Abend noch mal so entspannt ausklingen lassen wollten. Fast letzter Abend, ist es ja heute für uns sogar noch ein kleiner Fahrradtag mit Zugunterbrechung, den wir noch vor uns haben. Wir fahren jetzt erstmal so 15 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof. Da werden wir dann knapp 4 Stunden Zug fahren. Und von da geht es dann nochmal 40 Kilometer nach Hause. Ja, aber wir haben auch Lust. Wir freuen uns. Ist natürlich auch immer ein cooles Gefühl, mit den Rädern dann zu Hause anzukommen. Wir sind jetzt hier auf den letzten Kilometern Richtung zu Hause, sind also gleich da. Das heißt, unsere Tour ist auch schon wieder zu Ende, leider. Genau, der Elberadweg, der war echt cool. Also den können wir auf jeden Fall empfehlen, so zum Fahrradfahren. Sehr gut ausgeschildert und auch immer sehr gute Wege, also ein sehr leichter Radweg. Was besonders cool war, fand ich, unsere Wildcampingplätze, vor allen Dingen der letzte direkt an der Elbe. Das war wirklich richtig schön. Also eine tolle Flitterwoche. Das war's dann also erstmal für uns und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann! Bis dann.